Okay. Das sind komm. Ich weiß ja jetzt, wo es lang geht hier. In welche Richtung? Das ist übrigens der Heavy. Ja. Ach, guck mal, da ist ja noch ein Brief. Abreisefisch. Ach so, doch, den hatten wir gelesen. Hatten wir da hinten schon gelesen. Verdammt, das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Ich muss mir erst die anderen Wurfmesser holen, dass ich direkt zwei auf den Hund schießen kann. Beziehungsweise, eigentlich müsste es reichen, wenn ich ein Messer auf den Kopf haue. Das reicht ja auch eigentlich beim Heavy aus, aber man weiß ja, wie das ist mit so Dingen. So. Ich versuche mal, möglichst schnell an das Wurfmesser zu kommen, damit die mich hier nicht erledigen können. So, komm, der muss jetzt in den Kopf gehen. Wie viel Wurfmesser der gefressen hat. Okay, das ist sowieso verloren, so viel ist sicher. Ohne Messer haben wir überhaupt keine Chance gegen den. Aber so überhaupt nicht. Scheiße, ich kann ihn echt nicht angreifen. Da ist noch. Scheiße. Okay, das klappt leider nicht. Wenn er einen Helm auf hat, beziehungsweise wenn die einen Helm auf haben, dann kriegt man die vermutlich nicht platt. Das heißt, ich kann es mir eigentlich auch so ziemlich sparen, mir den Hund da zu holen. Denn, ja, was bringt mir der Hund, wenn der Besitzer mich dann sieht? Ich finde es aber auch ein bisschen ekelhaft, wie der da redet. Das muss man jetzt mal einfach so dahin stellen. So, diesmal verbrenne ich mich nicht. So. So, okay. Wir haben jetzt alle Messer dabei, die wir kriegen können. Fünf Stück. Okay, jetzt muss ich hier schnell runter. Okay, so wird das nix, aber gut. Ich probier's jetzt. Ah, Drecksköter. Drecks. Alter, wieso hat er die Waffe noch nicht? Okay, jetzt ist eh vorbei. Boah, wie viele Hunde die haben. Alter, das ist eine ganze Armee von denen. Okay, ja, jetzt reicht's aber mal mit dem ständigen Gelade. Jetzt schaffe ich das. Ganz sicher. So. So. Lalalala. So, wir brauchen.
Also der Heavy, der muss vor uns weglaufen. Das heißt, wir müssen dem einfach so ein bisschen Abstand gewähren. Probier's nochmal mit dem Hund. Beide mussten rücken. Nochmal. Deshalb legt sich keiner mit mir an. Komm nicht schräg. Dann stemme ich dich 20 Mal vor dem Frühstück. Ist es nicht so, mein Freund? Ja, so ist es. Scheiße, mein Messer ist auch weg. Vor allem, das ist viel schlimmer. Jetzt habe ich ein Messer verloren für gar nichts. Eieiei. Tut mir leid, Leute, aber das sieht gerade schlecht aus schon wieder für uns. Ich habe die Hoffnung, der hat eine Waffe dabei, die wir halbwegs gebrauchen können. Scheiße, ich konnte sie nicht aufnehmen. So, wenn wir jetzt ein Heavy Blatt kriegen, haben wir eine reelle Chance. Ich habe ihm wenigstens nochmal in die Klöten geschossen. Das reicht mir. Okay, ja gut, der Hund hat uns jetzt natürlich bemerkt, das war sehr blöd. Okay, den Hund muss ich halt doch in Ruhe lassen. Verdammt. So, wieder 2 Minuten verschwindet. So, macht ja nichts. So. Ja, der labert da wieder seinen schäbigen Scheiß vor sich hin. Ja, da können wir ja nichts gegen machen, leider. Wir müssen jetzt einfach abwarten, dass sie weg sind. So, der Hund scheint vorausgelaufen zu sein. So, ja. Er geht irgendwo da hinten lang, ne? So, den könnten wir sogar von hier aus vermutlich treffen, aber ich will kein Risiko eingehen diesmal. Ach, guck mal, da unten sind noch mehr Wurfmesser, sehe ich gerade. Ich glaube nicht, nein. So. Das hätten wir. Ich glaube, es ist optional durchaus möglich, den verdammten Köter zu töten. Der hier rumläuft und mich nur stört. Das sind eigentlich echt nur die Köter. Also der Rest kommst du klar, aber die reißen hier alles auseinander. Haben wir eigentlich zufällig... Nein, die Kamera haben wir natürlich nicht mehr dabei. Wäre auch eigentlich schon ziemlich merkwürdig, wenn wir sie dabei hätten. Diesmal werde ich mich dort entlang schlagen. Denn hier auf der Seite sind wir ja schon gescheitert. Das heißt, wir müssen mal neue Wege ausprobieren. Blöd ist natürlich, dass ich jetzt auch nicht so richtig gut markieren kann. Es geht ja eigentlich nur mit der Kamera. Hiermit geht das nicht so toll. 5 Wurfmesser, wir haben noch genug. Wir könnten aber gleich zurückkommen, um neue zu holen. Denn Heavy mit Wurfmesser platt machen, das ist einfach utopisch. Das schaffst du nicht.
So. Da oben ist er. Ich hoffe, er war der Einzige. Huch, hallo? Was soll das? Hey, das ist Gale! Er versucht zu fliehen! Er ist unter uns! Wenn er sich daran passt, wir fliehen rein! Ja, so viel dazu. Ich versuch's einfach mal, aber ich bin fast sicher. Da ist Munition. Ja, so viel dazu. Da unten war Munition, verdammt, und ich hab's nicht gesehen. So ein Mist aber auch. Aber jetzt wissen wir auch, wo Munition ist. Das ist auch schon nicht schlecht. So. Wir rennen mal wieder ein Stück. Ein bisschen geht ja immer. So. Das dauert mir ehrlich gesagt schon viel zu lange. So, komm. Einmal ein Wurfmesserchen aufnehmen. Jetzt hier leise runter. So. Sind, glaube ich, alle weg. So. Ja, ja, natürlich. Was sonst? Ja, leider. Kein Messer, das wir benutzen können. Das wäre natürlich jetzt super gewesen. Hier ist niemand. Weitergehen. Geht doch. Ein Toter! Nein. Kein Toter. Scheiße. Scheiße, das gibt's doch überhaupt nicht, verdammt. Mann, das regt mich auf. Schon 10 Minuten hier dran. Oh, Gnarf. Ich hasse solche Sachen. Das ist doch blöd. Man kann nichts machen. Wenn du erwischt wirst, du kriegst ihre Angst. Ich habe ja nichts dagegen, wenn ein Level schleichen zu schaffen sein muss. Aber das ist schon echt dämlich, wenn man einfach nichts tun kann. Das ist schon echt nervig. Ich meine, wenn man wenigstens sich Mühe geben muss, schleichen nicht aufzufallen und trotzdem töten zu können. Das ist das eine, aber gar nichts tun zu können, ist blöd einfach, weil ich muss nämlich einfach den einen töten, sonst komme ich nämlich einfach nicht daran vorbei. So, da kann ich tun und lassen, was ich will. Wenn der da nicht fällt, dann komme ich da nicht so gut vorbei. Ich kann es ja mal probieren, hier lang, aber der Hund ist hier, der bemerkt mich schnell. Vielleicht 25, wenn ich gedopt bin. Ja, definitiv. Was meinst du, mein Junge? Schaff ich 10 Wegestütze mit 20 von denen auf dem Rücken. Ich weiß, vernachlässigen die beiden. Okay, ich versuche jetzt möglichst einfach wegzukommen. So, ich hoffe einfach, dass der jetzt hier hochkommt. Kann ich nämlich wegschießen. So, ja, komm, leg dich hin. Natürlich habe ich schon nichts mehr. Alter, leck mich doch am Arsch. Das gibt's doch einfach nicht, wie schwer das ist. Dieser blöde Drecksköter geht da nicht weg. Das ist das Problem. Ah, Mann, 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 Mann. So, jetzt ist aber äußerste Methode. Jetzt schnappe ich mir den Typen da unten. Du
Und dann werde ich den einfach händisch noch da wegtragen. Das ist mir echt zu blöd gerade. So. Sonst gibt's ja keinen Weg, ne? Scheint nicht so. Der Hund ist dort. So. Restliche Wurfmesser kriegen wir da unten. So. Ich fürchte, du musst es doch wieder auffüllen. Ich wette, ich könnte 20 von den Dosen stemmen. Ohne zu schwitzen. Ich riskier's jetzt einfach mal. So. Jetzt muss es natürlich schnell gehen. Komm mit. Schnell, 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 schnell. So, okay. Soweit, so gut. Wir haben den Idioten da immerhin wegbewegt. Das heißt, es sollte nicht auffallen, dass wir den jetzt erledigt haben. Sieht ganz gut aus. Ich muss mir den Hund da markieren, die Dreckstöle. So, den auch. Ja, vor allem den Hund. Wo ist sein kleiner Giftzwerg? Na, wo ist der Giftzwerg? Das macht mir Angst, dass ich den Giftzwerg nicht sehe. Wo ist er hin? Der hängt doch noch irgendwo rum. Scheiß Töle. Der hängt noch oben rum. Ich höre ihn. Streunert da wahrscheinlich noch durch die Gegend. Ich weiß nur nicht wo. Ist, glaube ich, echt immer noch hier. Tatsächlich. So. Jetzt habe ich ihn gut im Blick. So. Klappe halten. Blöde Töle. So, hier, komm, gib mir das eine noch. So, dann haben wir nämlich volle Wurfmesser wieder. Die Töle ist tot. Und wir können hoffentlich, hoffentlich endlich hier bequem vorbeigehen, ohne dass jemand uns ständig hier bemerkt. Das geht nämlich echt gegen den Zeiger.